So, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu meinem Video, der lächerlichste Jobcenter-Brief aller Zeiten. Also zuerst mal, ich respektiere das Jobcenter, die machen eine gute Arbeit und was noch, die helfen Menschen und ich chill auch nicht so, nur so mein Geld, ich arbeite ehrenamtlich als Flüchtlingshelfer, jetzt kommen die ganzen Ukraine-Flüchtlinge, ich habe genug zu tun, ich gebe Deutschland links Gutes zurück, indem ich den Flüchtlingen aus der Ukraine helfe, egal. Aber der lächerlichste Jobcenter-Brief aller Zeiten, guck mal, vom 9. 1. März 22, das ist in meinem Briefkasten gelandet, falsches Jahr drauf, Bruder. So, egal, ist nicht schlimm, jeder macht Fehler. 9. März 22, aber egal. Hier, sehr geehrter Kunde, Sie haben am 22.06. ein telefonisches oder persönliches Beratungsgespräch. Bla, 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 würden wir gerne erfahren, ob dieses Gespräch... Die wollen von mir ernsthaft am 9.03. jetzt wissen, ob ein Gespräch, was ich am 22.06.21 geführt habe, hilfreich war. Bruder, ich weiß, woher soll ich wissen, was im Gespräch war am 22.06. Digga, das ist eiskalt 9 Monate her, wollen die wissen, wie ein Gespräch war, Digga. So, aber ansonsten sind die cool, aber das ist einfach lächerlich, ich schwöre sogar.